Schubidubi. Moin Leute. Da ist noch der Kuchen. Kalt schmeckt der gar nicht so schlecht. Ist, die Haut ist aber wie Gummi, wie man sieht. Hier. Und aber das da drin, das ist relativ weich. Schmeckt okay. Ich glaube, er hätte ein bisschen mehr Milch reingekonnt. Dann wäre er nicht so trocken gewesen. Habe ich überhaupt Milch reingemacht? Weich. Ja. Nun ist es, wie es ist. Habt ihr erst einmal reingeschnolzt da? Hast du keine Hosentasche? Nee, das ist so, ich weiß nicht, die Gewohnheit. Aller El Bandi. Kaffee. Ihr begleitet mich wieder mal, weil ich lange nicht war, zum Friseur. Bart machen, Haare machen, meine Ohren die Haare wegmachen. Wir machen heute so ein bisschen Beauty Day, weil das Fernsehprojekt bald losgeht. Das Video hier wird ausgestrahlt, wenn ich schon im Projekt bin. Und dann seht ihr auch keine Story, keine Instagram-Story, nichts und keine Fragen beantwortet. Also wundert euch nicht. Dann müssen wir, guck mal, Fingernägel machen. Sieht aus wie ein Kohlengräber. Fußnägel rasieren, eine Gesichtsmaske mache ich noch rauf. Sowas alles. Sag das. Der Kaffee ist fertig. Ich mag es gerne auch als Shake, weil das, wenn ich das mit Milch mache, schmeckt wie ein Schokoshake von so einer Fastfood-Kette, sag ich mal. So. McDonald's oder Burger King, da schmeckt für mich kein Unterschied. Mhm. So. Außer bei den Burgern, da natürlich bin ich leider Burger King-Fan, wenn diese Scheiße ist. Wisst ihr das Bescheid? Und wie kann ich jetzt sparen? Die mir so einen Scheiß gar nicht essen geht. Sinnvoller kannst du sparen mit Matze 10 bei GN da unten, bei Gigas Nutrition. Die sind gut. Die sind ja auch mein Sponsor. Übrigens, der ist auch noch gut. Ein Glück bin ich so sparsam damit. Der ist ausverkauft. Aber wenn es den wieder gibt, solltet ihr auch da zuschlagen, weil der wirklich lecker ist. Ja. Na, dann lass uns weiter essen, oder? Warte, hier kann ich noch mal kurz zeigen. Protein on the way. Da muss man warten, die kommen manchmal in den Flash Sales. Ah, das ist so mein Geheimtipp. Und dann sind die im Angebot und dann mit Matze 10, dann sind die richtig im Angebot. Die sind geil, aber die trinke ich jetzt nicht, weil ich hier meinen Hafer, sonst kriege ich die nicht runter. Trinke ich später. Banane rein. Ich bin ein Arsch, oder? Oh, Scheiße. Ich laber nur dusseliges Zeug hier, du. Aber erst seitdem ich den Markus kenne, mein Kameramann, der hat mich angesteckt. Ich war bei denen in der Lehre. Davor warst du bei so ganz konservativen Leuten wie Steve. Genau. Steve ist ja quasi ein Pastorensohn. Genau. Geil. Steve, du bist jetzt Pastorsohn. Aber das glaube ich wirklich. Ist gut? Ja. Aber ihr dürft mir erstmal beim Telefonat zuhören. Bei der Packstation, seit einiger Zeit gibt es da Probleme. Hier so eine DHL-Packstation. Ich weiß nicht, warum da jetzt gar nichts kommt. Normalerweise müsst ihr meine Sendungsstatus sehen. Jetzt rufe ich da mal an. Die Deutsche Post DHL heißt herzlich willkommen im Privatkundenservice. Hallo, Herr Scheider. Hallo. Auf jeden Fall hören Sie sich an, als ob Sie gute Laune haben. Ja, ich habe gute Laune. Wenn wir fertig sind, nicht mehr. Nein, Spaß. Und zwar gibt es folgendes Problem. Ich habe eine Packstation, da ist eine Sendung, ich glaube mittlerweile heute eine zweite Sendung, die Apple kein WLAN hatte, hatte ich kein Internet und dadurch ist der Code dann, den kann man aber nur 24 Stunden. Ich habe da noch eine Frage gleich. Ich habe ja, das Witzige ist, ich habe ja auch eine E-Mail bekommen, dass das Paket da ist. Ich bin dann extra zur Packstation, das war eine kuriose Geschichte. Manchmal hat man Internet und manchmal zeitgleich telefonieren. Okay. Internet. Okay, ich danke Ihnen vielmals. Gut, dann holen wir auch noch ein Paket ab. Zieh mir das Shirt aus. Guck mal, meinen Kaffee habe ich gar nicht getrunken. Wir gehen jetzt mit Erna und dann bringe ich Erna hoch. Hast du alles, Markus? Ja, schön. Ja, Erna. Jetzt gehen wir wieder zurück, fängt gerade an zu regnen. So, wollen wir los? Ich stelle ein, wenn wir dann noch was mit rauskommen. Ihr seht mich jetzt gleich, wie wir zum Friseur fahren. Nee, zum Packstation, wo wir ja telefoniert haben. Dann gehen wir zum Friseur, wenn alles gut läuft. Wir wollen mal gucken, ob es klappt, wa? Fangeschenk gekriegt. Das sind zwei Adidas Jogginganzüge. Und sogar genau mein Geschmack. Geil. Dankeschön. Liebe Grüße. Ist ja geil. Guck mal, aber ist ja wirklich geil. Da freue ich mich wirklich. Behalte ich jetzt auch gleich an hier. Tarek, danke dir. Jetzt fahren wir zu Erba. So geil. Soll ich bei dir die Sitzheizung anmachen eigentlich? Nee, danke. Mir ist echt warm. Okay. Außerdem kriegt man vom Sitzheizung Hämorrhoiden. Echt? Angeblich ja.
Ja, ich hatte die blöde Idee und habe hier weiter. Was ist eure Idee? Ich mache einen Tag bei dir Praktikum, aber für meine Fans und Follower. Die boah, sollen hier ich nehme den auseinander. Ja. Hey Matze, du, ich habe mal eine Frage. Wie trainiert man einen Arsch? Ich habe mir letztens eine Jeans bestellt. Guck mal, weil er so einen guten Arsch hat. Und ich habe keinen Arsch mehr. Genau, deswegen. Sollte ich mal nachmachen. Guck mal, warte. Genau. Nimmst du das oder nimmst du das nicht? Wenn du das nicht nimmst, nehme ich das. Ja, Mann. Meinst du es nämlich alle? Ich mach kaputte Auto. Ich bin bescheiden. Hier meine. Lass mal den Spoiler ranhängen. Nein, das lohnt nicht. Wo willst du den Spoiler ranhängen? Hinten. Ja, geht doch. Ich schwör's dir, das geht. Geh mal rein. Echt derbe, volle Haare bekommen. Davor war es hier, müsst ihr euch vorstellen, war das komplett hier weg. Jetzt ja? Mal, ja, Mann. Jetzt, mal, du hast hier richtig Haare reinbekommen. Okay. Das arbeitest du für Elitär oder? Nein, Bruder. Grüße an Dr. Malden. Ja. So. Schubidubi, das war's hier von Erba heute. Ja, hat er gut gemacht, wie immer. Aber das macht er ja immer. Dankeschön, Dankeschön, Erba. Ist ja für mich der beste Friseur. Gehe ich auch schon lange her hier. Da bin ich auch schon vor YouTube gegangen. Jetzt machen wir bei der Beauty Day, jetzt machen wir erstmal Mittagspause. Essen, ich hab Hunger. Ach, auf Bett ist sie prima geschlafen. Meine Erna. So süß bist du. Hm? Meerrettich. Schmeckt so. Jetzt gehe ich nämlich in die Badewanne. Da habe ich mich allein. So. Sie ist niedlich, aber sie ist totale Wasserratte. Das ist meine Entspannung. Ich mag auch tauchen gerne. Ein bisschen einseifen. Seife ist Seife. Ich hole mal das, was im Angebot ist. Besser aus wie vorher. Ich müsste noch die Nagelhaut wegmachen. Vielleicht mache ich auch gleich nochmal eine Nacharbeit, wenn ich draußen bin. Muss ich gucken, während die Gesichtsmaske tropft. Gut. Verstehe ich gar nicht. Ja, ich probiere das jetzt so. So Leute, zwei Gurkenscheiben zur Beruhigung. So.
So, jetzt hier, Kaffee ist schon fertig. Oh, oh, da ist was denn? Tropfen. Scheiße. Hallo. Nehme ich die Tüten. So. Also jetzt schmeckt er. So Leute, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Seid gespannt auf das Projekt im Fernsehen. Das werde ich in einem Video danach irgendwann mal bekannt geben, glaube ich. Oder in einer Story, wann das kommt und was das ist und so weiter und so fort. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag oder schönen Abend. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Das hat mir mein Psychologe erklärt. Und ich habe Kopfschmerzen, Migräne, egal was. Ich gehe so rein, die gehen weg. Weißt du, womit das zu tun hat? Das ist wie eine Gebärmutter.